Ja, meine Damen und Herren, dann wissen Sie, wer uns in Kürze als deutscher Reiter vertreten wird. Und wir wünschen, da du ja jetzt schon im Perl bist, das letzte Mal war schon ein gutes Zeichen, ist das heute wieder ein gutes Zeichen. Dann viel Spaß jetzt beim Pferdetraining. Bis gleich. Ja, vielen Dank. Das erste Pferd ist in der Bahn und hat sich schon ganz gut eingewöhnt. 4 Jahre alt, soweit ich weiß. Ja, genau, mit Hanna. Ja, richtig. Gut. Und schon ein paar Mal an der langen Seite mit dem Publikum ganz in Ruhe vorbeigegangen, zuerst geführt, das ist vernünftig, das ist richtig, dass man dem Pferd das erstmal zeigt. Genau, aber sie ist total ruhig, auch Hanna ist ruhig, Pferd ist ruhig, sehr gut. Oder nur äußerlich. Gut, prima. Dann kannst du in der nächsten langen Seite mal die Zügel aufnehmen und antraben und leicht traben. Das Pferd hat einen sehr guten Schritt, wie wir sehen, weit im Übertritt, sehr raumgreifend und auch gut im Takt. Das war schon mal sehr losgelassen, da im Schritt und ganz in Ruhe an der aufregenden langen Seite vorbei. Es ist immer etwas ungewohnt, zuerst für die Pferde, nicht nur für die jungen Pferde, auch für die älteren, denn die Halle, auch wenn Sie sie kennen, ist ja jetzt auf einmal nur noch fast halb so groß, deutlich schmaler. Und da ist das mit dem Eckenreiten noch ein wenig schwieriger als sonst, genau. Schön in Ruhe traben, gar nicht schneller, so den Takt des Pferdes aufnehmen und ich sage dann immer den Takt reiten, gar nicht mehr wollen, versuchen ein wenig Biegung in den Ecken, beziehungsweise ruhig das wie so einen halben Zirkel aussehen lassen, dass das Pferd im Gleichgewicht bleibt. So, das ist jetzt ein gutes Tempo, finde ich, muss gar nicht mehr sein, so dass das Pferd sich auch loslassen kann. Immer so ein klein bisschen mit dem inneren Bein in der Wendung versuchen, den Bauch ein bisschen nach außen zu drücken. Nur so ein bisschen, gar nicht zu doll, sonst ja, jetzt fängt es nämlich ein bisschen an, mit dem Schweif zu schlagen. Nur so ein bisschen das Bein da dran legen. So, das ist gut, dass man so ein klein bisschen Biegung verlangt, schon mal auf dem Zirkel. Schön die schmal führen, die Hände, nicht zu breit. Das ist gut. Und dem Pferd dann eine beständige Anlehnung geben. Sehr gut. Ich erlebe das häufig, dass gerade auch mit jüngeren Pferden die Reiter und Reiterinnen ein irres Tempo immer an den Tag legen oder viel zu schnell meiner Ansicht nach traben. Soll dann Lösungsarbeit sein, aber die Pferde finden dann eigentlich gar keinen Takt. Das muss immer dem Takt des Pferdes angemessen sein. Man möchte natürlich den Fleiß des Pferdes wecken und dass das Hinterbein schön durchfußt und fleißig ist. Aber man muss das schon genau fühlen, wann das Tempo zu schnell ist. Ja, noch einmal ganze Bahn und dann machst du mal einen Handwechsel. Das ist gut, prima. Das Pferd ist auch schön im Genick, meistens gleichmäßig im Genick. Manchmal hebt sie sich so ein klein bisschen raus, aber das ist nicht schlimm. Das ist in dem Alter erlaubt. So, genau. Aber doch noch ein wenig aufgeregt, lässt sich noch nicht ganz los. Ist auch daran zu erkennen, dass das Maul noch ein bisschen trocken ist. Das heißt, dass sie noch nicht kaut, noch keinen Schaum am Maul hat. Das ist auch ein Zeichen, dass es eben auch noch nicht ganz losgelassen ist. Der Rücken sich noch so ein bisschen festhält. Aber das wird dann kommen mit der Zeit. So, das ist gut. Dieses Tempo, nicht schneller. Jawohl, prima. Ja, das Pferd ist eigentlich gut im Takt, manchmal in der Wendung noch so ein bisschen Schwierigkeiten im Gleichgewicht. Aber auch das ist nicht ungewöhnlich in dem Alter. Vor allem, wenn es dann genau, dann, wenn man dann ein bisschen guckt und wenn die Wendungen doch so ein bisschen eng sind, jetzt kommt schon so ein bisschen mehr Schaum am Maul, so ein bisschen tut sich da was. Ja, das ist gut. Prima. Gut. Ja, das sammeln wir gleich wieder ein. So, das ist gut, dieses Tempo. Prima. Und an der langen Seite nochmal durchparieren.
zum Schritt. Gut, schön hinsetzen, so, und dann genau, wieder lang lassen. Sehr gut, sie dehnt sich gleich wieder gut, die Stute, und schreitet wunderbar aus der Schulter heraus nach vorne. Also bis jetzt kann man da noch gar nichts dran aussetzen, das ist völlig in Ordnung und auch richtig gut, der Schritt. Bei dem Pferd auch darauf achten, jetzt wirklich noch nicht Schritt am Zügel reiten, ne? Weil sie hat einen sehr großen Schritt, der ist gut im Takt und das muss unbedingt erhalten bleiben, dieser Takt. Und da muss man mit einem Vierjährigen auch noch nicht Schritt am Zügel reiten. So, sie dehnt sich gut auch zum Gebiss, spuckt das Gebiss nicht aus, das ist richtig gut. Ja, dann nochmal Handwechsel. Auch im Schritt einmal Handwechsel. Prima. Ja, gut. Ja, Hanna macht es gut. Sehr gefühlvoll, aber doch bestimmt. Das gibt auch einem jungen Pferd Vertrauen und Sicherheit. Gerade wenn sich mal was verändert oder eben hier die Halle jetzt ganz anders aussieht. Aber das Pferd hat Vertrauen zur Reiterin, fühlt sich sicher und geht dementsprechend auch ganz entspannt überall hin. Dann kannst du nochmal die Zügel aufnehmen, dann nochmal antraben. Ja, gut, der Takt bleibt gleich. Prima, auch das schön gefühlvoll gemacht. Das Pferd schön an die Hand herangeritten, sehr gut. Da wieder ein bisschen auf die Biegung achten. Das ist rechts nicht ganz so einfach, das ist häufig so, dass links etwas einfacher ist als rechts. Ja, wieder so ein klein bisschen das innere Bein dran, gut. Jawohl, gut. Dann gleich nochmal auf den Zirkel geritten und dann versuch's mal anzugaloppieren. Ja, gut, mach das lieber zur Bande hin, ne? Genau, nicht zum Publikum. Gut, prima, gut gemacht. Sehr schön. Ja, gut. Ja, auch die Galoppade ist gut. Ja, und dann vor der Ecke wieder T herab. Gut. Jawohl. Versuchen wir dann ein bisschen die Biegung. Ja, genau, da muss sie sich noch ein bisschen ausbalancieren. Ja, richtig so, wieder auf den Zirkel, genau, klein bisschen ruhiger, das Tempo wieder ein wenig rausnehmen. Ja, und dann nochmal aussitzen und an der anderen offenen Seite zur Bande hin noch einmal rechts angaloppieren. Ja, gut. Gut, prima, gut. Das ist gut im Gleichgewicht. Das klappt schon richtig gut. Ja, noch. Ja, du hilfst ihr ganz gut, dass sie sich nicht so nach innen lehnt. Gerade auf der rechten Hand. Gut. Ja, prima. Ja, das ist gut. Schnaubt auch schon ab. Ganz fein. Genau. Das Maul wird auch langsam besser. Sehr schön. Nochmal auf den Mittelzirkel gehen. Gut. Ja, prima. Und wieder Tee herab. Auf dem Zirkel bleiben, ja, ruhiger, ein bisschen aufnehmen, hoch, genau, so, richtig, das ist gut, prima. So, eine ganze Bahn und nochmal zum Schritt durchparieren, kleine Pause. Gut, auch mit jungen Pferden dran denken, dass man immer mal eine Pause macht und nicht immer Runde um Runde galoppiert oder trabt, sondern auch daran denken, dass es gerade mit dem Gleichgewicht für die jungen Pferde noch nicht immer so einfach ist und dass das wirklich Kraft kostet. Und auch da immer mal eine Pause einlegen, das ist richtig. Jetzt Handwechsel, du kannst schon Gedanken lesen, das wollte ich eigentlich dann gleich sagen, im Schritt mal Handwechsel, dann machen wir das Gleiche auf der anderen Hand. Das hat schon gut funktioniert mit der Kommunikation. So, das ist gut. Und immer auch darauf achten, dass auch junge Pferde, dass sie zufrieden sind, dass sie zwar arbeiten und dass sie sich entwickeln, aber es darf nicht überfordert werden, sondern immer
dem Alter entsprechend, dem Ausbildungsstand entsprechend, dass man Schritt für Schritt weitermacht in der Ausbildung. Denn meistens, wenn manche Pferde später mal, wenn sie schon 5, 6 sind und dann heißt es, kann schon das und kann schon das und so weiter, kann schon ganz tolle Sachen. Manchmal wird dann vergessen, dass doch so ein paar Schritte übersprungen worden sind, ein paar Stufen, und das rächt sich irgendwann. Und irgendwann muss diese Basisarbeit nachgeholt werden und das holt einen ein. Und wir haben ja in unserer Ausbildung wirklich jede Klasse gut abgedeckt und auch die richtigen Aufgaben für jede Klasse von A, L, M, sodass man das wirklich auch nicht jahrelang durchlaufen muss, aber doch sich wirklich an die Skala der Ausbildung und eben auch an unsere Ausbildungsstufen halten sollte. Denn das korrekt ausgebildete Pferd ist nachher auch das, was am gesündesten ist, was länger hält, was Freude an der Arbeit hat, weil es eben korrekt und gut ausgebildet worden ist. Und wenn man schon zu früh mit schwierigen Lektionen beginnt, dann holt einen das irgendwann ein. Und die Pferde sind nicht gut ausbalanciert oder gehen ungleich oder haben irgendwo muskuläre Defizite. Und auch das muss dann wieder erarbeitet werden. Dann nimmst du gleich nochmal die Zügel auf, machen wir ein bisschen Trab, Galopp auf dieser Hand. Im Prinzip ist es genauso wie in der Schule mit den Kindern. Jede Klasse wird durchlaufen. Es gibt ein paar Genies, die ein paar Klassen überspringen können, aber das ist nicht die Regel. Und so ist das in der Ausbildung mit den Pferden genauso. Ja, gut. Gut, prima, gut gemacht. Ja, da sieht man, dass das Pferd auf der linken Hand in der Wendung es ein wenig leichter hat, sich besser ausbalancieren kann. Ja, gut. Sie hält immer gut den Galopptakt. Da kann sie sich in der Wendung schon so ein klein bisschen besser biegen, stellt sich nicht nach außen. Gut, und dann noch einmal T herab. Ein paar Tritte aussitzen. Ja, gut, wieder ruhiger, wieder zurückführen, gut. Und nochmal leicht traben, gut, prima. Sehr schön, dann gleich noch einmal auf den Mittelzirkel geritten. Ruhiger, ja, gut. So, genau. Ja, da lässt die Kraft schon ein wenig nach bei der jungen Stute. Jetzt greift sie sich so ein paar Mal, genau. Trabt ein wenig flacher, das geht relativ schnell. Wenn junge Pferde noch aufgeregt sind, dann ist der Tank ganz schnell leer. Gut, das ist schön, prima. Nochmal auf dem Zirkel bleiben. Gut, die Hände schön aufrecht führen. Ja, genau, die linke Hand nicht so eindrehen. Gut gemacht. Und wieder Tee herab. Gut, so, wieder ruhiger, genau. Gut, noch einmal Handwechsel, mal durch die halbe Bahn wechseln. Ja, gut. Und wieder aussitzen, auf dem Zirkel geritten. Ja, ein bisschen rechts stellen, genau, so. Und, ja, richtig. Und dann noch einmal rechts angaloppieren, gut. Gut, ja, gut. Ja, macht nichts, macht nichts, macht nichts, ja. So, ganz in Ruhe. Erst wieder ein bisschen hohl machen rechts, versuchen, so, gut, rechte Schulter zurück, linke Schulter vor, so. Ja, jetzt, wenn es müde wird, dann ist das mit dem Gleichgewicht gut, prima, genau, und klopfen, richtig, gut gemacht. Noch einmal ganze Bahn, sehr schön jetzt, ja, das ist gut. Gut, Hanna, ja. Und noch einmal Tee herab. Gut.
Aber ja, sitzen bleiben, gut. Ruhiger. Noch einmal Handwechsel. Ja, recht, ja, da läuft sie schon ein bisschen über die rechte Schulter. Gut. So, dann wollen wir noch einmal links angaloppieren. Nee, nicht in die, nicht laufen lassen. Nochmal Zirkel. So, gut. Jawohl, langsam, langsam. Ja, die linke Hand wieder aufrecht. Die rollt sich so ein. Gut, so. Jawohl, gut, prima, das war schön. Sehr gut. Sehr schön bergauf reagiert. Gut gemacht, ganz gefühlvoll. So, das ist gut. Und ganze Bahn und wieder Tee rap. So, sehr gut. Ruhig, jawohl. Gut, und wieder leicht traben. Ja, dann gleich einmal an der nächsten langen Seite ein paar Tritte zulegen. Noch nicht die Zügel aus der Hand kauen lassen. Noch ein, zweimal zulegen und dann. Gut, schön dranbleiben mit der Hand. Gut, so. Jawohl, macht nichts, dranbleiben, genau. Ja, gut, okay. Das ist gut. Nochmal, am rechten Zügel auch dranbleiben, so, gut. So, mit dem Sitz mitnehmen nach vorne, so. Jawohl, genau. Und dann an der nächsten langen Seite Zügel aus der Hand kauen lassen. So, das Pferd hat jetzt noch nicht den meisten Schwung, das wird sich aber entwickeln. Das Pferd ist im Wachstum. So, jetzt noch länger lassen. Gut, mal klopfen. Dehnt sich genau in die richtige Richtung, schön vorwärts, abwärts. Folgt dem Zügel, folgt der Hand. Gut, die Hand schön nach vorne lassen. Sehr gut. Das ist gut. So, jawohl, richtig. Und dann zum Schritt durchparieren. Prima. Sehr gut. Gut gemacht, Hanna. Prima. Ja, vorsichtig. Ja, gut. Das ist gut. Brav. Gut gemacht. Sehr schön. Also so würde ich jetzt erstmal mit dem jungen Pferd arbeiten. Noch nicht viel mehr. Vor allem heute unter den Bedingungen hat sie jetzt wirklich alles gegeben. Und sich sehr bemüht, ist sehr brav geblieben und hat das alles super gut mitgemacht. Vielen Dank, Hanna. Sehr schön gefühlvoll vorgestellt. Gut. Ja, gut. So, dann kann das nächste Pferd kommen. Wenn Sie zwischendurch Fragen haben, dürfen Sie die gerne stellen. Wenn ich das kann, beantworte ich dann auch. Die Stute musste erst raus, damit der Hengst rein kann, weil die sind hier im Deckeinsatz. Sonst hätten wir noch ein Showprogramm gehabt. Das kennen wir ja, diese speziellen Befindlichkeiten der Hengste. So. Das ist ein 6-jähriger Hengst, Quarterback, richtig? Ja, von Quarterback. Mit Madita zur Heide, gut. Ja, der darf sich auch erstmal alle angucken, alles ganz in Ruhe angucken. Ja, gut, und möchte dann auch schon loslegen. Ja, ich glaube auch, er möchte sich schon mal zeigen.
So sind die Hengste. Ja, schön. Ja, erstmal in Ruhe rumtraben, da ist noch ein bisschen Spannung drin. So, ist gut, sonst trab ruhig leicht erst noch ein bisschen. Genau. Mhm. Ja, das ist gut so, Madita, prima. Nicht nach außen stellen, schön immer ein bisschen gebogen halten, immer nach innen stellen, da, ja, gut, genau. Zwischendurch mal auf den Zirkel geritten, ja, richtig. Gut, ja. Immer rechts stellen und ja, genau, so. Nicht so über die innere Schulter läuft. Gut. Ja, gut. Fährt mit viel Ausdruck. Ja, immer noch ein bisschen Spannung drauf, genau. So, noch ein bisschen stark vorne, ja. Ein klein bisschen stark in der Hand. Ja, ja. So, behalt den schön vor dir, schön vorm Bein behalten. Gut, ja, richtig. So, da das Genick. Das ist gut. Ja, richtig. Das ist gut. Ja, gut. Er ist noch nicht so ganz konzentriert. Madita macht das sehr gut. Sie konzentriert sich aber richtig auf jeden Tritt des Pferdes, dass er schön bei ihr bleibt, dass er nicht zu umweltinteressiert ist, nicht zu sehr den Hengst hier macht. Ja, ja, genau, da ist die Tür. Richtig. Gut. So, das ist gut. Dann kannst du zwischendurch schon mal aussitzen und wenn er dir zu stark wird, ruhig noch mal leicht traben. Ja, versuchen, genau. Noch, macht noch so ein bisschen den Angeber hier. Gut. Ja, ja. Ja, ja, genau. Da hat man dann alle Hände voll zu tun. Das ist nicht immer so ganz einfach, wenn die Hengste so an anderen Sachen interessiert sind. Gut. Jawohl, richtig. Das ist gut. Ja, ruhig ein bisschen mehr durchstellen links, dann die Hand wieder tief. Ja, genau, gut. So, das ist gut. Ja, das wird besser jetzt. Gut. Gut, ja. Aufpassen, dann nicht in der Hüfte einknicken in der Wendung. So, genau. Und hinsetzen. Gut, richtig. Ja, das machst du sehr gut jetzt, Madita. Du versuchst ihn mit kleinen Paraden erstens aufmerksam zu machen und dann auch von der Hand wegzukriegen. Ja, lässt sich auch schon besser los. Ja, bleib sitzen. Das ist richtig. Wenn du mit der Hand vorgehst, musst du aber mit dem Sitz dranbleiben, dass er bei dir bleibt, nicht die Körperspannung aufgeben in dem Moment. So, richtig. Immer mal wieder einen Zirkel. Jawohl, und daraus mal so ruhig schon mal ein bisschen Schulter herein entwickeln, aus der gebogenen Linie. Ja, genau, gut. Ja, das ist gut, richtig. Nochmal Schulter herein. Gut, an die innere Schulter ein bisschen zurücknehmen, in die Richtung sitzen und wieder Zirkel. Auf der gegenüberliegenden Seite wieder Schulter herein. Ja, dann kriegt man ihn so langsam ein bisschen mehr an die Hilfe, ans Bein. Er wird konzentrierter. Ja, prima. Sehr gut. Das ist schon gut. Nochmal Handwechsel. Ja, sehr schön. Ja, möchte immer Mitteltrab gehen am liebsten. Ne?
So weit sind wir noch nicht. Sehr gut. Ja, weiter. Genau. Richtig. Und wieder Schulter herein. Gut. Richtig. Hinsetzen. Jawohl. Jawohl. Sehr gut. Sehr gut. Ja, das ist gute Arbeit jetzt. Ne? So kriegt man ihn langsam durchlässig. Nicht einknicken links. Nicht in der Hüfte einknicken. Gut. Ja, richtig. Sehr gut. Ja, jetzt kriegt er aber sehr viel Ausdruck. Sehr schön. Wenn er mal noch mehr Kraft hat in der Hinterhand, im Rücken, wird er sehr ausdrucksvoll im Trab. Gut. Ja, gut. Prima. Sehr gut gemacht. Jawohl. Nochmal Handwechsel und nochmal auf der anderen Hand. Auch wieder Schulter herein und halbe Zirkel. Sehr gut. Ja, richtig. Und hinsetzen. Genau. Da bleiben. So, sitzen bleiben. Sehr gut. Das ist gut. Und schon wieder die rechte Schulter zurück. Genau. Jawohl. Sehr gut. Sehr gut. Versuch mal ein paar Tritte gleich zu traversieren. Mal abwenden. Ja. Gut. So, ganz lang. Ja, genau. Schulter vor, genau. Sehr gut. Sehr gut. Jawohl. Also mit dem inneren Bein. Gar nicht so viel Hinterhand. Lieber weniger, dass er schön vor dem inneren Bein bleibt. Immer in der Kurve, ne? Da muss er sich melden. Nochmal Zirkel. Erst nochmal Zirkel. Hinsetzen. Ja, gut. Sehr schön. Jetzt wieder Schulter herein. Ja, ja, gut. Das ist extra für die Kamera. Gut. So, weiter. Sehr schön. Dann noch gleich nochmal nach links traversieren. Ja, nicht einknicken links, ne? Gut. Sehr gut. Nein, das ist zu viel Hinterhand. Nur, genau, wieder mit Schulter herein korrigieren dann. Ein paar Tritte Schulter herein. So, genau, so, das ist richtig. Das ist richtig, genau. Wieder Schulter herein. Gut, Hände zusammenlassen. Ja, sehr gut. Nochmal dann nach rechts traversieren. Am rechten Bein dranbleiben, rechte Schulter zurück. Ja, gut. Das rechte Bein, nicht so viel Hinterhand, nur rechtes Bein. Gut. So, sehr schön. Sehr schön. Machen wir noch einmal zur anderen Seite. Einmal nach links. Ja, der hat schon Charakter, das ist schon gut. So, gut. Nur linkes Bein, nicht so steil. Ja, nochmal, ja, korrigieren da links, genau. Gut, prima. Dann kannst du mal einmal eine kleine Pause machen, zum Schritt durchparieren. Mal klopfen. Gut. Hier war jetzt auch gut zu erkennen, was ich eigentlich eben bei dem jungen Pferd, bei der vierjährigen Stute erklärt habe, mit dem Taktreiten. Also Madita hat das genau gezeigt und demonstriert. Das Pferd hat natürlich einen sehr guten Takt, aber auch eine gewisse Spannung noch zuerst. Auch jetzt noch ein bisschen, aber eben im Trab hat er sich dann immer mehr losgelassen und sie hat eigentlich gar nichts anderes gemacht, wenn man so will, als diesen Takt zu reiten, seinen natürlichen Trabtakt hier geblieben. Und mit kleinen Paraden und mit den sanften Seitengängen ihn versucht, an die Hilfe zu bekommen. Und das ist ihr im Trab sehr gut gelungen. Jetzt im Schritt hat er wieder Zeit, in der Gegend rumzugucken. Und dann kann er gleich weiterarbeiten. Dann kannst du dann mal angaloppieren. Das ist, die Idee mit der Pause ist bei dem jetzt gerade mal nicht so gegeben. Dann kann er besser arbeiten, bevor er hier irgendwelchen Blödsinn macht. Schon echt ein Pferd mit Charakter. Und auch noch ein bisschen hengstig dabei. Ja, gut. So, jetzt auch versuchen, einen ruhigen Galopptakt
zu entwickeln. Da ist er noch jetzt durch die Spannung noch ein bisschen sehr aufgeregt. Ja, gut. So ist gut. Dann gehst du gleich mal durch die Bahn wechseln, bleibst im Außengalopp, dann lass ihn mal ein bisschen im Außengalopp arbeiten. Dann wird das in der Regel nach einer Weile auch besser. Da hält er sich jetzt noch ein bisschen fest. Schön die Hände schmal führen, hinsetzen. Ja, nee, kein Wechsel, der wartet schon drauf. Ja, ist dann mit den Sechsjährigen, wenn man anfängt mit Wechseln. Ja, weiter nach vorne reiten, versuchen nach vorne zu reiten. Gut. So, und hinsetzen. Jawohl. Einfach mal im Außengalopp bleiben. Ja, gut. Schön das Kreuz anspannen, die gleiche Körperspannung wie im Trab. Ja, richtig. Ja, versuchen mit dem Becken nach vorne zu schieben. So, so ist gut. Jawohl. Danach nochmal durch die Bahn wechseln. Wieder in den Handgalopp. Ja, 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 ja. Ja, der ist noch ein bisschen kernig da. Gut. So, und weiter galoppieren. Genau. Gut, und gleich wieder durch die Bahn wechseln. Dann wieder im Außengalopp bleiben. So, es wird schon ein klein bisschen besser. Ist er hinten schon nicht mehr ganz so kurz galoppiert. Gut. Schön die Körperspannung behalten. So, mit dem Becken zur Hand. Gut. An die Hand ranschieben. Jawohl, jawohl. Ja, da muss er arbeiten im Außengalopp. Und ganze Bahn, richtig. Bisschen nach vorne, so ein bisschen. Ja, gut. Ja, besser. Auch da, da zur Hand treiben, zum rechten Zügel reiten. Richtig. Ja, ja, und weiter. Das ist gut. Im Außengalopp kommt man nämlich dann eher zum Treiben als im Handgalopp, wenn einer noch so verspannt ist. Ja, richtig. So, und reiten, So, jawohl. Jawohl, ja, das wird langsam besser. Nee, das war jetzt noch nicht gefragt. Gut, dann versuchen wieder rechts anzugaloppieren. Gut, prima. Ja, richtig. Hat jetzt gemerkt, dass das anstrengend ist mit dem Außengalopp. Dann machen wir lieber mal einen fliegenden Wechsel. So, gut. Sitzen bleiben, sitzen bleiben, sitzen bleiben. So, und weiter, genau. Die beiden Ecken da auch noch und dann gehst du wieder durch die Bahn wechseln in den Handgalopp. Und sitzen bleiben, So, jawohl, jawohl. Die Hinterhand belasten, gut. Und ein bisschen nach vorne gehen lassen. Ja, besser. Ja, gut so. Prima. Nochmal ganze Bahn. So, ja, ja. Ist immer noch ein bisschen kernig. Gut. Hände zusammenlassen. Gut. Nein, hier. Gut. Und durch die halbe Bahn wechseln. So, jetzt wird der Galopp besser. Prima. Jawohl, jawohl. Sitzen bleiben. Gut. Ja, richtig. Am rechten Zügel dran, da rantreiben, zum rechten Zügel reiten. Ja, 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 genau. Gut. So, das rechte Hinterbein muss er dann irgendwann ein bisschen weiter untersetzen. Gut. So, genau. Sitzen bleiben, nach vorne schieben und wieder durch die Bahn wechseln, wieder Handwechsel. Jawohl, nach vorne. Gut. So, jawohl, das ist gut. Ja, und reiten, ja. Dem fällt immer wieder was ein, da oben in der Ecke. Gut. Ja, nochmal durch die halbe Bahn wechseln, reit dann mal einen fliegenden Wechsel. Jawohl. Gut. Nach und hinreiten, sitzen bleiben, am rechten Zügel dranbleiben. Ja, gut, sehr gut, prima. Ja, gut gemacht, wieder ganze Bahn. Gut. Ja, Kreuz anspannen, Hände aufrecht, so, da hinreiten. Die Hände tragen, überm Widerrist. So, nicht zu sehr runterdrücken die Hände. Jetzt kommst du ja schon mehr zum Reiten. Gut. So,
So, und dann wieder durch die Bahn wechseln. Machen wir wieder den Außengalopp, jetzt auf der anderen Hand. Gut. Ja, da macht nichts, nochmal. So, hinsetzen. Ho, ho, ho. Ja, hinsetzen. Ja, 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 gut. Er wartet immer auf den fliegenden Wechsel. Nee, wollen wir noch gar nicht. Da hat sich gedacht, ich mache schon mal, bevor ich im Linksgalopp auch noch stundenlang Außengalopp gehen muss. Das ist nämlich anstrengend. Ja, genau. Und da ist aber genau das Problem mit der Losgelassenheit und mit der Durchlässigkeit. Ja, ja, richtig. Da muss man mit Geduld dabei bleiben, bis er das akzeptiert und bis er im Rücken nachgibt, bis er loslässt. So besser, jawohl. Genau. Ja, richtig. So schon besser. Gut. Und weiter. Galopp, Galopp reiten, Galopp reiten. Richtig. Gut. Dann gleich nochmal durch die Bahn wechseln, wieder in den Handgalopp. Klein bisschen nach vorne reiten auf der Diagonalen. Ja, gut. Und weiter. Und Galopp. Und Galopp. Ja, wenn ich damit schnalze, dann muss ich vorsichtig sein. Jetzt gehen die gleich in die Luft. Gut. Wieder ganze Bahn. So, prima. Jawohl. Hände zusammenlassen. Wieder jetzt über dem Widerrist. Genau, ein bisschen nachfassen. Und nochmal durch die Bahn wechseln. Nochmal Außengalopp. So, gut. Und weiter, und weiter, und weiter. Genau. Richtig. Ja, bei dem muss man schon ein bisschen dranbleiben. Gut. Und ein bisschen mehr in den linken Bügel treten, in dem Linksgalopp, dass man nicht auf der rechten Seite sitzt. Dann ist das mit der Balance, mit dem Gleichgewicht schwierig. Nicht auf der falschen Seite sitzen, nach vorne. Ja, ja, gut. Gut, prima. Jawohl, jawohl. Ja, da muss er arbeiten. Gut, prima. Nochmal die nächste Wendung und dann wieder durch die Bahn wechseln. Sehr gut. Ja, der Galopp wird immer besser jetzt. Das ist gut. Sitzen bleiben, sitzen bleiben. Gut. Und vorwärts ein bisschen. Ja, richtig. Gut. Gleich nochmal durch die halbe Bahn wechseln und dann wieder mit fliegendem Wechsel. Sehr gut jetzt der Galopp. Ja, hier geblieben. Gut. So, sitzen, linker Zügel. Ja, hinreiten. Sehr gut. Weiter treiben, wieder vorwärts. Gut. So, ein bisschen zulegen an der langen Seite, wenn das geht. Ja. Gut, bergauf reiten. Jawohl, sehr gut. Noch einmal. Ja, schön bergauf. Gut. So, da ist es gut. Einmal auf dem Zirkel geritten. Ja, jetzt galoppiert er schön. Gut. Dann noch einmal durch die halbe Bahn wechseln, wieder mit fliegendem Wechsel. Gut, Kreuz anspannen, Körperspannung behalten. Rechter Zügel, linkes Bein erst, linkes Bein. Hinsetzen, gut. Und weiter treiben, vorwärts. Gut, nochmal ein bisschen zulegen, ganze Bahn. Ja, prima, ja, da schreit schon einer nach ihm. Gut. Ja, so. Noch einmal. Jetzt kann man auch ein bisschen vorwärts reiten. Sehr schön. Gut. Gut, Madita, sehr schön. Noch einmal wieder auf den Zirkel geritten. Ja, äußerer Zügel auch. Hinsetzen, hinsetzen. Gut, mit dem äußeren wenden. Ja, durch die halbe Bahn wechseln. Noch ein fliegender Wechsel nach rechts. Ja, ja, ja. Er kann auch noch eine Stunde galoppieren. Unglaublich. Hinsetzen, linker Zügel. Gut, ganz schöner Wechsel. Super, sehr schön. Prima. Gut, und dann an der nächsten langen Seite einmal zum Trab durchparieren. Ja, gut. So, Hände wieder hinstellen, genau.
Sehr schön. Ja, jetzt an der nächsten langen Seite darf er jetzt mal zulegen. Darf er noch ein bisschen angeben. Ja, nicht zu doll. So, auch den Takt, genau. Ja, ja, der schiebt gleich los. Aufnehmen, noch einmal auf den Zirkel geritten wieder. Ja, ein bisschen aufs Hinterbein bringen, ein bisschen aufnehmen, genau, ein bisschen versammeln. So, gut, ja, hinsetzen. Und dann nochmal durch die ganze Bahn wechseln. Auch noch einmal zulegen, aber sehr kontrolliert, wenn es geht, dass er nicht so losschiebt. Rechter Zügel, gerade die rechte Schulter begrenzen. Gut. So, prima. Sehr schön. Noch einmal ganze Bahn. So, zweiter Hufschlag. Jawohl. So, gut. So, ja, 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 genau. Richtig. Aufnehmen und dann loslassen. Richtig. Gut gemacht, Mandita. Sehr schön. Da ist es richtig. Gute Paraden, auch wenn er ein bisschen stark ist, aber du kommst gut durch und kommst dann auch zum Loslassen. Noch einmal, ein bisschen aufnehmen. Ja, gut, richtig. Sehr schön. So, und dann mal leicht traben. Ja, genau, gut. Und dann die Zügel aus der Hand kauen lassen. So, gut, prima. Ja, guck mal, ja, ganz locker jetzt. Zufrieden. Sehr gut gearbeitet, Mandita, das war gut. War nicht so einfach, ganz zu Anfang. Ja, schon recht stark und hengstig. So, gut. Prima. Das ist gut. Noch einmal Handwechsel. Gut. So, sehr gut. Jawohl, das ist gut. Und dann an der nächsten kurzen Seite dann durchparieren zum Schritt. So, schön. Jawohl, prima. Da warten wir mit dem Applaus, bis sie raus ist, glaube ich. Gut, klopf immer. Gut, so ist noch so ein bisschen eilig im Schritt, aber gut gearbeitet, ja. Er findet sich auch ganz toll, ja. Gut gemacht. Dann können wir die Tür aufmachen, dann kann sie gleich erst raus. Punkt 9 Uhr hat Sesuan die Halle betreten mit Dorothee Schneider. Das kennt er jetzt auch nicht so das in seiner Halle. Er hat es sicher schon mal so ein bisschen so erlebt, aber alltäglich ist das auch nicht. Oh, und jetzt kommt auch noch eine Kamera und ja, gut. So, jawohl, ganz in Ruhe. Also Dorothee Schneider kann ich jetzt nicht wirklich Unterricht geben, weil das kann niemand besser als Dorothee mit jungen Pferden, mit jungen Pferden in einer fremden oder auch mehr oder weniger bekannten Umgebung umgehen. Also da ist es sicherlich auf höchstem Niveau, was wir jetzt sehen können und wovon wir lernen können. Ja, wir sehen, dass Sesuan schon mal sehr gut drauf ist. Das Pferd sieht sehr gut aus. Ich habe ihn auch länger nicht gesehen. Ja, jetzt erwachsener geworden, 6-jährig. Letztes Jahr Weltmeister der 5-Jährigen. Das Ziel wird dieses Jahr auch wieder angestrebt bei den 6-Jährigen. Und er hat sich körperlich nochmal deutlich entwickelt, ist kräftiger geworden, auch schon geschlossener geworden. Ist einfach ein beeindruckendes Pferd. Elegant und dynamisch, kraftvoll. Ja, das sieht schon sehr gut aus. Schon deutlich besser in der Versammlung jetzt. Ja, wir stehen ein wenig im Weg, ne? Ja, gut. Ja, vielleicht so ein bisschen mehr hier runter gehen. So, sehr gut. Schon mal eine ganze Traversale links. Sehr gut gelungen. Ja, ein bisschen stark ist er noch.
Dass auch noch die ein oder andere Parade durchkommen bei ihm. So, das ist sehr gut. Fährt mit enormer Schulterfreiheit, einem sehr fleißigen Hinterbein, sehr gut untertretend und durchfußend. Ja, gut. Sehr schön, sehr gut. Immer schön rechts sitzen. Ein bisschen was finde ich dann doch noch. Auch bei, selbst bei Dorothee finde ich dann noch ein bisschen was. Ein paar Kleinigkeiten. Jawohl. Sehr gut. Schön, prima. Sehr schön durchlässig schon. Ja, auch das stört ihn nicht groß. Gute Übung. Ja, gut. Schulter vorlassen. Sehr gut. Ja, man sieht, dass er auch sensibel am Bein ist, dass er auch schon mal, ja, da auch gut reagiert. Bisschen auch mit dem Schweif schon mal. Ja, genau. Dass er nach vorne durchziehen soll. Sehr gut. Ja, richtig, die rechte Ecke. Auf Eckenreiten bestehen wir. Ja, gut. Sehr gut. Ja, das sieht sehr gut aus. Ruhig noch ein klein bisschen mehr Biegung im Schulter rein. Gut. Jawohl, jawohl, so, genau, sehr gut. Das ist sehr gut. Gut, wir sehen auch immer bei der Rückführung, dass das Pferd gut die Last aufnimmt, hinten weit untertritt, schon wirklich deutliche Fortschritte in der Versammlung gemacht hat. Die Seitengänge sind nun auch wirklich kein Problem bei ihm. Auch der Schritt nach wie vor sehr gut, sehr raumgreifend und fleißig. Weiter Übertritt, er dehnt sich gut. Also das ist jetzt nicht so einfach, ich soll immer mehr kritisieren, aber es ist jetzt hier heute bei Sesuan und Dorothee gibt es jetzt nicht so viel zu kritisieren. Das ist jetzt für mich relativ einfach, ich kann das jetzt auch genießen. Ja, gut. Ja, ja. Der zündet, wenn es losgehen soll. Für ihn auch ein bisschen ungewohnt mit dem kleinen Ring jetzt hier in der Halle. Er hat schon eine große Galoppade. Ja, gut. Aber auch die Galoppade lässt die Versammlungsbereitschaft erkennen. Das war auch schon im letzten Jahr gut, auch schon fünfjährig. Ja, sehr gut. Ja, beim zweiten Mal gut, aber weit aus der Schulter heraus gesprungen, der fliegende Wechsel. Ja, gut. So, ja, da sieht man das, dass er sich wirklich gut versammeln kann. Schon ein kleiner Ansatz zur Pirouette. Gut. Das ist eigentlich eine schöne Steigerung heute. Vierjährig und dann zweimal sechsjährig. Sesuan schon ein bisschen weiter in der Versammlungsarbeit als der Hengst davor, als der Quarterback-Hengst. Aber der hat die Wechsel schon sicherer gesprungen. Gut. So, ist vielleicht noch ein bisschen früh. So, gut. Aber die Galoppade ist natürlich auch eine ganz andere. Viel größer. Ja, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Jawohl.
Ja, gut. Sehr gut versammelt. Gut, super. Also das kann man erkennen, das werden mal tolle Wechsel. Und wenn er richtig gut vorbereitet ist, so auf dem Hinterbein, dann sind das wirklich Spitzenwechsel. Ho, ho, ho. Ja. Ja, gut. Jetzt laufe ich noch in die falsche Richtung. Gut. Gut, sehr gut. Ja, sehr schön. Ja, das weiß, ist auch aufgeregt bei den Wechseln noch ein bisschen. Hält er die Luft an? Ja, gut. Sehr gut, super. Sehr schön, aber er konzentriert sich sehr gut, will auch keinen Fehler machen. Sehr gut. Sesuan, ein Pferd, das wirklich absolut keine Wünsche offen lässt und nirgendwo ein Defizit oder ein Mangel erscheinen lässt. Er hat einen fantastischen Schritt, schwungvollen, erhabene Trabbewegung und genauso gut die Galoppade, Versammlungsbereitschaft, einen guten Charakter und schön ist er auch, ein beeindruckendes Pferd, seiner Dynamik und auch seiner Eleganz, wie er rüberkommt, hat schon eine unglaubliche Präsenz, wenn er das Viereck betritt und da können wir uns sicherlich auf viele tolle Erfolge, hoffentlich auch im Sport. In der Zucht gibt es ja schon die ersten, aber auch im Sport erhoffen wir uns da schon wirklich große Erfolge, denn das Pferd hat alles, was ein Spitzendressurpferd braucht. Und bis jetzt sieht der Weg ja sehr gut aus und alles wird wirklich korrekt und vernünftig verfolgt, sodass dem Pferd auch wirklich nichts im Wege stehen kann. Ja, sehr schön. Gut. Auch gut zu erkennen, wenn er Schritt gehen soll, dann ist er entspannt, sofort relaxed und losgelassen, nimmt man die Zügel auf, setzt sich hin. Sofort der erste Tritt ist wieder gleich ausdrucksvoll und vorwärts. Er ist gehfreudig, leistungsbereit, also wirklich alles, was man braucht. Da macht das Arbeiten natürlich auch besonders viel Spaß mit so einem tollen Pferd. Ja, das ist spitze. Das fühlt sich, glaube ich, gut an da oben. Ich weiß nicht, was du noch reiten möchtest. Da haben wir es wieder. Jetzt geht es wieder zu schnell. Er macht ja alles, macht alles toll. Ja, sehr schön. Es muss auch gar nicht mehr sein. Genau, gut. Ich weiß ja, dass wir ihn alle gerne auch noch eine halbe Stunde sehen würden. Also, so, sehr gut. Egal, was man abfragt, bei ihm, es funktioniert. Und das auch noch alles in sehr guter Qualität und mit so viel Ausdruck und Freude, die dieses Pferd hat, ist schon wirklich beeindruckend. Kannst ja noch einmal die Zügel aufnehmen. Noch mal ein bisschen versammeln. Ja. Gut, ja, sehr gut, super. Da kann man sich schon was drunter vorstellen, ne? Passage und Piaf, das wird gut, super. Muss man auch gar nicht mehr verlangen jetzt in dem Alter, bloß nicht, auch wenn es verlockend ist. Aber das Pferd soll auch in Ruhe da reinwachsen. Ja, ganz toll, sehr gut. Er will das auch wirklich richtig machen. Das ist schon wirklich toll. Gut. Ja, gut. So, super.
Gut, brav, brav. Ja, gut, gut reagiert. Prima. Noch einmal zurückführen. Ja, gut. Ja, sehr schön. Gut. Dann noch einmal vorwärts. Ja, spitze. Gut, okay. Also ich würde ihn jetzt in Ruhe lassen, auch wenn ich ihm noch eine Stunde zuschauen könnte. Aber das ist natürlich einfach richtig gut. So, gut. Super. Ja. Sehr gut. Und auch gleich wieder losgelassen. Das ist so, wie man sich das vorstellt. Ein paar Tritte versammeln, das bietet er sofort an und ist immer sehr gut leistungsbereit und sofort, ja, das Hinterbein ist sofort fleißig und wenn man die Zügel loslässt, ist er auch genauso schnell entspannt und losgelassen, so, und zufrieden. Sehr gut, also das Pferd dankt einem die korrekte Arbeit, sehr schön. Okay, ja, danke Dorothee, sehr gut, super. Ja, besser geht's nicht. War gut. Ja, ein tolles Pferd, ganz toll. Jetzt erwarten wir noch ein Grand Prix-Pferd, ein erfahrenes Grand Prix-Pferd mit Sascha Schulz, auch ein erfahrener Grand Prix-Reiter und Ausbilder, der Pferde jeden Alters ausbildet, von jung bis Grand Prix. Und dann können wir jetzt noch ein paar Lektionen zeigen. Okay, Herr Umbach möchte was sagen. Ja, jetzt sehen wir auch noch ein bisschen die Lösungsarbeit. Das ist eigentlich ganz gut, weil Sascha dachte, es dauert länger mit Sesuan, aber dem war ja nun nichts hinzuzufügen. Also du hast es jetzt schwer, Sascha, nach Sesuan. Die Erwartungen sind jetzt hoch. Ja, gut. Ein bisschen ruhiger traben, nicht übers Tempo. Jawohl. Ein älteres Pferd, aber trotzdem, also trotz aller Erfahrung, auch muss er sich ein wenig an die Halle und die Umgebung gewöhnen. Der kennt zwar die Halle, aber nicht in dieser Form. Er kennt auch Publikum, aber das sitzt ja meistens auch nicht in der Halle. So, gut, ja. Vito Corleone, das Pferd ist auch im letzten Jahr Teilnehmer der Weltmeisterschaft gewesen in Caen. Ja, gut. Ja, gut so. Prima. Ja, Sascha macht jetzt erst ein paar Übergänge, dass er ein bisschen vorwärts reitet, dann wieder aufnimmt. Das Pferd an die Hilfe zu bekommen und locker zu kriegen, dass die Muskulatur sich aufwärmt. Gut. Ja, gut.
Ja, gut so. Das ist schon ein schönes Durchgaloppieren. Galoppiert schon schön über den Rücken. Nach und nach immer mehr. Fußt weit unter. Ja, gut. Ja, gutes Galoppieren jetzt. Prima. Richtig. Gut. Auch bei Sascha ist zu erkennen, das macht er sehr gut, dass er wirklich Wert auf die Ecken legt und wirklich deutlich die Ecken ausreitet. Jede Ecke ist eine Viertelvolte. Und sie nutzt, um das Pferd zu biegen. Bin ich das? Mache ich irgendwas? Höher anfassen, besser, okay. Bewege mich nicht, gut. Schon mal ein bisschen Versammlungsarbeit, gut, prima. Arbeitspirouette, jawohl. Und danach wieder vorwärts reiten, wieder rausreiten, gut. Ja, richtig. Einmal durchstellen rechts, dann wieder loslassen. Gut, jawohl, jawohl, gut. Prima, ein bisschen mit dem inneren Bein unterstützen. Jawohl, jawohl, gut. So, wieder, ja, mit dem inneren Bein rausreiten. Ja, gut. Das ist relativ normal, dass eigentlich bei jedem Pferd, auch bei der Pirouettenarbeit, eine Seite etwas leichter fällt als die andere Seite, dass das Pferd sich auf der einen Hand besser biegt als auf der anderen Hand. Und dann ist es eben manchmal so, dass man bei der einen Pirouette mehr mit dem äußeren Bein unterstützen muss, das Pferd herumzuführen, herumzureiten und auch um die Hinterhand innen zu behalten. Und dann ist es häufig so, dass es auf der anderen Hand genau umgekehrt ist, dass man mit dem inneren Bein unterstützen muss. Soll ich nochmal gurten, Sascha? Da kommst du dran. Und dass man mit dem inneren Bein unterstützen muss. Und dann kann es eben manchmal sein, dass es bei manchen Pferden so deutlich ist, dass man eigentlich beide Pirouetten mit dem gleichen Bein als Reiter mit dem gleichen Bein mehr reitet als mit dem anderen. Dass man also wirklich einmal das mit dem äußeren Bein das Pferd in der Spur hält sozusagen, dass man die Hinterhand innen behält und auf der anderen Hand ist es genau umgekehrt, dass das Pferd sich nicht gegen das innere Bein legt, sondern sich biegen muss. Und dann hat man auch bei der Pirouette wieder das gleiche Bein. Die Halle ist etwas schmaler heute. Ne? Gut. Ja, trab mal etwas ruhiger bitte, der ist ja, er reagiert ja gut, dass du nicht übers Tempo reitest, sondern dass er ein bisschen mehr zum Schwingen kommt. Gut, nicht zu viel mit dem inneren Zügel. So, genau. Ja, schön vor dir behalten. Gut. Ja, prima. Ja, und auch sitzen bleiben in der Ecke, dann nicht vorne überfallen. Wenn man schon die Ecken so weit ausreitet, gut. Ja, gut, der Übergang und Ruhe, nicht schnell reiten. So, dass er zum Ausschwingen kommt. Genau, prima, sehr gut. Sitzen bleiben in der Ecke, jawohl. Gut. Ja, so, gut, nicht zu ruppig den Übergang, bisschen weicher. Jawohl, Passagieren ist gut. Auf keinen Fall schneller, der ist fleißig im Hinterbein, dann eher ein bisschen mehr schwingen lassen. Auf dem Hinterbein sitzen und schwingen lassen. So, gut. Nach vorne wollen, nicht zu sehr auf der Stelle, nach vorne wollen. Ja, das ist noch nicht so losgelassen, lieber erst noch ein bisschen mehr nach vorne piaffieren wollen. Gut, prima. Oho. Macht nichts. So, nicht schneller traben. Ja. Sitzen bleiben. Gut.
prima. Gut, so, das war ein guter Übergang. Lass ihn vorne groß werden. So, lass ihn vorne größer werden, vor dir. So, das ist gut. Gut im Genick, jawohl, das ist besser. Ja, richtig. Gut, und nach vorne wollen, immer zur Hand. Gut, 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 nach vorne wollen, prima. Sehr gut. Ganz gleichmäßig war das auch wieder gut von der Piaffe in die Passage. Der Übergang ist gut gelungen, prima. Ruhig, nicht schnell traben, nicht schnell traben, ja. Zwischendurch mal das Bein wieder lang machen. Nicht immer den Sporen da drin. So, wieder vorlassen. So, genau. Gut, ruhiger durch die Ecken. Ruhig so und sitzen. Gut, genau. Ja, guter Übergang. Jawohl. So, nicht schneller. Das ist ein gutes Tempo. Ja, gut. So kommt er schön vor dich. Ja, sitzen bleiben. Lass das Pferd größer werden. So, genau. Gut. Ja, gut. Auch das Genick ist gut. Jawohl. Jawohl. Wohin? Ja, gut. Nach vorne. Nach vorne wollen. Nach vorne zur Hand. Zur Hand, dass das Genick ruhiger wird. Gut. Ja, gut. Prima. Jawohl. Gut. Ruhig durch die Wendung, ruhig sitzen, sitzen, sitzen. Ja, prima, gut. So, genau, einmal Schritt. Sehr schön. Ganz schön im Gleichmaß, die Piaffe-Passage. Könntest dich noch so ein bisschen mehr aufrichten im Sitz und auch zwischendurch das Bein mal lang machen. Genau. So, gut. Aber der ist gut in Schuss, muss ich sagen. Wirklich schön bemuskelt. Der ist wirklich gut drauf. Ja, auch der Schritt ist gut. Auch da nicht schneller, nicht eiliger, dass er schön seinen Takt hält. Ja, gut. Prima. Gut, jawohl. Auch jetzt, ja, mach dich groß auf dem Pferd. So. Gut. So, dieses Tempo, das muss nicht schneller sein. Gut, nicht zu viel Stellung links im äußeren Zügel mehr. So, genau. Gut, prima. Ja, sehr gut. Ja, wieder mal das rechte Bein lang machen zwischendurch, genau. Nicht klemmen mit den Sporen, gut. So ist gut. Ja, richtig. Sehr schön. Gut, das ist alles sehr sicher. Gut. Auch gut im Genick. Ja, dieses Eckenreiten, das ist schon sehr konsequent, wirklich gut. Nach vorne, gut, 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 ja, gut, fast so ein klein bisschen klein, schon die erste Hälfte richtig gut, könnte noch so ein bisschen mehr galoppieren in der zweiten Hälfte bei der Pirouette, in der Pirouette, gut, so, jawohl. Nach vorne sitzen bleiben, ja. Ja, da dreht er zu schnell. Bleib sitzen. Da musst du ein bisschen mehr an Travers denken und lieber 2, 3 Galoppsprünge mehr machen. Ja, bleib mit dem Oberkörper zurück. Zurück, zurück, Parade links. Parade links, Parade links, Parade links. Ja, der dreht die zweite Hälfte, dreht er zu schnell unter dir. Mach's nochmal. Mach die linke noch einmal. Oberkörper zurück. Ja. So, gut. Jawohl. So, lass dir Zeit. Gut. Jetzt nach vorne, nach vorne, nach vorne. Gut, prima. Ja.
Gut, so, jetzt bleib am linken Zügel dran und sitzen bleiben. Sitzen bleiben. Ja, gut. So, jawohl, jetzt Parade links. Parade, Parade, Parade. Ja, besser. Bisschen besser. Kannst aber noch ein, zwei Galoppsprünge mehr wollen. Nach rechts. Ja. So, jetzt Oberkörper zurück. Zurück. Jetzt Parade links. Zurück. Parade links. Parade links. Ja. Besser. Besser. Jetzt hast du die Hintern ein klein bisschen besser unter Kontrolle. Jawohl. Gut. Die Linkspirouette, die ist richtig gut. Also das gibt eine gute Note. Gut. Ja. Gut, nach vorne gucken. Gut. Gut, ganz sicher. Immer schön nach vorne gucken, selber gerade bleiben auf dem Pferd. Ja, gut. Ja. Sitzen bleiben, gut. Jawohl, gut, ganz sicher. Das macht er sehr sicher und durchlässig. Jawohl. Ja, gut. Gut, sitzen. Gut, prima. Gut. Haben wir gleich den ganzen Grand Prix auf 35 mal 15. Auch das geht. Dann hätten wir ja einen 4-Minuten Grand Prix. Das ist ja das. Das sagen wir gar nicht. Sonst will man das noch. Aber mit deinem erfahrenen Pferd, was so schön durchlässig ist, dann geht das mal ganz gut und dann sieht das auch noch ganz einfach aus. Dann denkt man, das geht. Aber der ist wirklich gut in Schuss, Sascha, ne? Der ist gut drauf. Bitte? Ein lieber Opi, ja, aber der sieht jetzt gar nicht so Opi aus. Er ist gut bemuskelt, fit. Wie alt ist er? 16, ja, das ist aber auch im besten Alter. Wunderbar. Willst du noch ein, zwei Übergänge machen? Piaf Passage? Einmal zulegen dann. Gut. Prima. So, hinsetzen. Gut. So, das ist jetzt ein bisschen zu spannig, dieses Traben. Ne? Da ist zu viel Spannung drin, ja. Nicht so viel mit dem Sporen. Mach das Bein lang und lass ihn traben. So, ja, so, genau. So, nicht zu viel quengeln mit dem und klemmen mit dem Unterschenkel. So, er braucht immer einen Moment, bis er wieder in Gang kommt, aber dann nicht zu doll klemmen. Jawohl. So, mehr nicht. Gut. Prima. Hinsetzen. Gut. Ruhe, Ruhe in der Passage. So, das ist gut. Sehr schön. Jawohl. Und sitzen, ja. Gut, genau. Geh ruhig die Mittellinie. Ja. Jawohl, prima. So, so das Genick behalten, auch in der Piaffe. So ruhig, so. Und immer zur Hand. Immer zur Hand, gut. Fleißig, ja. Gut, gut, gut. Ja, nach vorne wollen. Gut, prima. Ja, Übergänge gut. In der Piaffe kam er so ein klein bisschen hinter dich. Bisschen hinters Bein, aber dann wieder ein sehr guter Übergang raus. So, prima. Ruhig, ruhig, ruhig. Brrr, durch die Wendung, ja. Das Mobiliar stehen lassen. So. Sehr gut. Ja, das ist gutes Traben. Jetzt mach noch einmal die Mittellinie mit der Piaf. Ja, so. Bleib sitzen, dass er vor dir groß wird. So, gut. Gut. So, jawohl. Gut. Ja, gut. Und nach vorne wollen, nach vorne wollen. Ja, gut, gut, prima. Gut, auch das Genick gut, sehr gut. Ja, besser. Und wieder raus, prima. Gut gemacht. Jawohl, ja, das kann sich sehen lassen, sehr gut. Sehr gut, prima. Gut gemacht, Sascha. Vielen Dank.
Braver Vito, der ist gut in Schuss. Sascha ist ins Schwitzen gekommen. Dann haben wir es ja alles richtig gemacht. Wenn das Pferd gut drauf ist und der Reiter schwitzt, dann passt das. Ja, ich bedanke mich für den interessanten, schönen Abend hier in Perl auf dem schönen Peterhof. Pferde sind sehr gut gegangen. Wir hatten interessante Pferde. Ich denke, eine gute Bandbreite und natürlich mit dem speziellen Auftritt von Sesuan und Dorothee Schneider und als i-Tüpfelchen noch Grand Prix-Lektionen. Ich denke, das war sehr vielseitig. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, ich komme hier immer gerne hin und werde auch bald wieder beim Turnier im September mich auf den Peterhof freuen. Ja, vielen Dank, Monika Theodorescu. Da kommt Leben in den Opa. Ja, meine Damen und Herren, toll, dass Sie alle da waren. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr auch wieder so zahlreich wieder. Ich bringe auch mit Sicherheit wieder jemand Interessantes mit, wenn wir wiederkommen dürfen. Vielen Dank auch nochmal und ich denke nochmal einen Applaus an Familie Jasper Kohl, an Herrn Professor Kohl, dass wir hier sein durften. Und unabhängig von der EM in Aachen sehen wir uns alle am 9. bis 13. September hier wieder. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß mit Ihren Pferden und denken Sie daran, Pferde sind genauso wundervolle Lebewesen, wenn wir da drauf sitzen, als wenn wir vor denen stehen. Da hat sich nämlich da nichts geändert, außer der Tatsache, dass wir leider da drauf sitzen. Insofern viel Spaß beim Reiten. Bis nächstes Jahr. Tschüss zusammen. Applaus